So, hallo zusammen, heute wieder Euro Truck Simulator 2. Heute sind wir unterwegs mit einem DAF XF 105, 460 PS, für die Gartner KG. Schöner Skin, aber jetzt nur leicht ausgerüstet, mit dem schönen Gartner Trailer in Gelb, passt wunderbar zusammen. Und da wollen wir mal von Thessaloniki nach, lass mich schauen, genau, nach Volos fahren, also Griechenland, immer Richtung Athen. So, dann starten wir mal. Na, das sieht doch schön aus. Jetzt haben wir früher Morgen, das wäre jetzt noch nicht ganz so hell, aber wird noch, machen wir noch schönere Bilder. Ne? In Österreich hockt die Gartner KG anscheinend. Okay. Habe ich auch schon gesehen auf der Autobahn. So. Einmal los. Dann müssen wir hier raus. Machen wir mal Licht an, dass man was sieht. Wie sieht es denn aus? Ja. Ach, das sind ja wieder mal wieder Slalom fahren, okay. Dass man hier rauskommt. Wie war denn das nochmal? Oh Gott, ich glaube, wird verrückt. Ich glaube, da vorbei. In einem Hinterhof. Oh, die sind ja auch geschickt zum Anhänger da hinten. Zum Kuppeln, Kuppeln. Wie haben wir? So, also hier geht es nicht weiter. Das heißt, wir müssen rechts. Oh, da vorne ist der Ausgang. Haha. Dann gehen wir mal hier raus. Na, was macht denn der hier? Na, du bist aber falsch hier, Bus, ne? Das war ich schon. Wo müssen wir hin? Geradeaus. Und die fahren alle da rein. Na gut, fahr dir. Ah, das sieht doch schick aus. Gefällt mir. Heute haben wir keine Bekleidung, wie gesagt. Recht spartanisch ausgestattet. Auch kein Kaffee. Aber ich habe einen Kaffee. So, wo müssen wir eigentlich hin? Da rechts, okay. Oh, es geht schon los. Na, ihr Hundis. Oh, da geht's aber hoch jetzt, oder? Na, das wird interessant.
Na, das haben wir ja wunderbar, der Hafen. Oder naja, die Container versenkt im Hafen. Cool. Krane im Hafen, auch im Wasser. Naja, gut. Wollen wir uns nicht mit Kleinigkeiten aufhalten. Also die Map ist ja wirklich schön, aber da ist noch einiges zu tun. Kommt das schön rum. So, gleich haben wir es geschafft. So, wo müssen wir hin? Da vorne links, ne? Ein bisschen schlecht zu erkennen. Das Grün und Gelb, aber ich nehme jetzt mal an, ja. Oh, die schmale Straße schon wieder. Jede Menge Schiffe hier vorm Hafen. Oh, und der pfeift schon wieder mit 100 da runter. Vielleicht ein bisschen weniger. Da stehen die großen Pötte. Na, unser schöner Gärtner. Wunderbar. Sieht doch schick aus. Oh Gott, ich komme schon wieder auf die andere Seite da. Eieiei. Ja, die Brücken auch schön hoch. Was ist nach vorne? Das ist ja ein gekentertes Schiff, du, wow. Ha, das ist ja toll. Ein gestrandetes Schiff. Wie sieht's denn aus? Müssen wir eigentlich tanken? Ich habe keine Ahnung. Ne, sieht voll aus. Okay. Wir sind voll. Wir können nicht weiter.
Ja, der Bus will wieder überholen. Hey, der pfeift da warm, sei komm da. Na, Mautstelle. Haben das die Griechen auch? Na, nicht schlecht. Ja, wieder ein deutsches Polizeifahrzeug. Jo. Na, das sind die Verirrungen und Wirrungen, naja. Schick, ich komme schon wieder da von der Spur ab. Immer diese Selfie-Touren hier. Ja, Tandem. Barbara. Jetzt muss ich mal schauen, haben wir ein paar Skins runtergeladen. Ein paar schöne wollen wir noch ausprobieren. Einfach so Combo-Packs sind ganz nett. Passt der Auflieger schön zum LKW. Das sieht einfach hübsch aus, sage ich jetzt mal. Kommt einfach gut. So, was haben wir denn hier jetzt? Oh. Was ist das? Rindviecher? Schafe? Rindviecher, die sich nicht bewegen, okay. Jetzt geht es ein paar Gründe, was wir vorher rauf sind. Ein bisschen die Motorbremse austesten hier. Die funktioniert recht gut. Ich denke, wir haben auch gar nicht so viel geladen. Na, was, 7 Tonnen, da schiebt er ja kaum. Aber gut. Dann stellen wir wahrscheinlich bei den Bergschwierigkeiten, da geht man auffahren. Ja, bald im ersten oder zweiten Gang auf müssen. So, mit den 7 Tonnen sind sie 460 PS gut verzogen. Na, da kommt ja der Willy Betz.
Mautstation immer wieder, alles klar. Maut ist angesagt. Mauti. So, was haben wir denn jetzt? Larissa. Sagt mir jetzt nichts. Wie, da geht es jetzt raus. Ah, na, doch nicht, okay. Ich habe schon Angst gekriegt, aber ich habe es noch eingefangen. Bau, Straßenbau. Ah, das sieht toll aus. Gefällt mir echt. Sieht gut aus. Ja, nur schade, den Aufleger muss man immer suchen. Man muss da, das ist meistens nicht an der Stelle, wo du den brauchst. Also musst du dort immer hinbeamen. Ja. Also ich muss den gar nicht verwischen. Jetzt wird es aber schmal, hey. Mei, mei, mei. Ja, dahinter sei schon irgendwas blinkt, das ist ja schon unser Ziel. Wow. Ja, ist ja gut gelaufen. So, dahinter können wir wieder schneller. Da muss ich doch noch nach Athen runterfahren, mal sehen, ob man die Akropolis sieht und so. Das wird mich jetzt schon interessieren. Was haben wir da schon wieder? Maut. Maut. Na, du pfeifst aber hier schön durch mit einem Motorradl da. Nee, gar nichts. Ausgestorben, okay. Und die Polizei auch. Wieder anders Polizei oder? Hä? Okay. So, wir müssen jetzt hier ab. Lass uns rüber, du Knödel.
Na, ja, sowieso sitzen wir ja schon fast am Ziel. Sehr gut. In Volos. So, nochmal eine rote Ampel. Ja, grüne Welle. Gut. Bahnhof neben dran. Na, ist aber auch keine so kleine Stadt, ne? Transinet, da müssen wir wahrscheinlich hin, nehmen wir dann die ab. Mal zeitig blinke. So, komm mal rum hier. So, wie schaut's aus? Wo wir Schienen haben? Hier. Na komm, jetzt stellen wir das schön rein. Das kriegen wir hin. Neben den Schenker, jawohl. Rum im Arsch. Naja, ein bisschen Mann, aber das passt schon. Das passt gut. Einwandfrei. Na, sieht doch toll aus. Wir haben es geschafft. Einmal absatteln bitte. Ja, ausgezeichnet, das wussten wir schon. Dann haut unser Busch wieder durch. Jawohl. Zack. Jetzt sind wir schon beim Meister. Okay, dann meistern wir nächstes Mal weiter. Bis dahin, bye bye.